Ein armes Mädchen, dem Vater und Mutter gestorben waren, hatte kein Haus mehr, in dem es wohnen konnte und kein Bett, in dem es schlafen konnte. Es hatte nichts, außer den paar Kleidern, die es am Leibe trug. Ja, und einem Stückchen Brot, das ihm irgendein Mitleidiger geschenkt hatte. Es schneite. Es war kalt. Es schneite und es war kalt. Es schneite, 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 schneite. Es war kalt. Es schneite. Und es war der letzte Abend im Jahr. Silvesterabend. Und in dieser Kälte und in diesem Frost ging das kleine Mädchen durch die Straßen. Mit nackten Füßen. Ja, freilich hätte sie einmal Schuhe gehabt. Als sie von zu Hause fortgegangen war. Pantoffeln. Die Pantoffeln hatten einmal seiner Mutter gehört, so groß waren sie gewesen. Schöne, große, warme Pantoffeln. Über diese Pantoffeln, die hat es verloren. Als das Mädchen über die Straße rannte, während zwei Wagen in rasender Eile vorüberjagten, sie nicht sahen. Der eine Schuh war auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Und den anderen hatte sich ein Junge geschnappt, der damit davoneilte. Und er winkte lachend und sagte, ja, er verspricht, er wird diesen Schuh irgendwann einmal als Wiege benutzen, wenn er dann selber Kinder hat. Und so ging das arme Mädchen durch die Straßen. Mit nackten Füßen. Die Verkälte ganz blau und rot gefroren war. Nackte Füße, vor Kälte, blau und rot. Rot und blau gefrorene Füße vor Kälte. Nackte Füße vor Kälte, rot und blau. Und wie sie so durch die Straßen lief, da kam auf einmal ein Mann zu ihr. Der sagte, er hätte solchen Hunger, ob sie ihm nicht etwas zu essen geben könnte. Klar, gab das Mädchen sein Stück Brot dahin. Und ging weiter ohne Brot. Ein paar Schritte weiter kam ein Kind des Weges. Sagt, es friert mich so an meinem Kopf, kannst du mir bitte etwas geben, dass ich da rumwenden kann? Na klar, das arme Mädchen gab seine Mütze hin. Dann ging sie weiter, durch die Straßen, ohne Brot, ohne Mütze. Und nicht viel weiter kam noch ein Kind. Es hatte nicht einmal ein Leibchen an. Also gab das arme Mädchen sein Leibchen hin und ging weiter, ohne Leibchen, ohne Mütze, ohne Brot. Und nicht viel weiter. Ja, kam noch ein Kind. Es hatte kein Röckchen und Bart um eins. Also gab es ein Röckchen. Ohne Röckchen, ohne Leibchen, ohne Mütze, ohne Brot. Der Abend dunkelte und es war kalt. Es schneite. Da kam noch ein Kind. Es bat um ein Hemdchen. Es hätte nichts. Das arme Mädchen dachte sich, ja, was soll's. Der Abend dunkelt, niemand sieht mich. Also, man gab es ein Hemdchen hin. Ging das arme Mädchen weiter ohne Hemd, ohne Röckchen, ohne Leibchen, ohne Mütze, ohne Brot. Bei sich trug sie nur noch eine Schachtel mit lauter Päckchen voller Schwefelhölzchen. Und nicht ein einziges Schwefelhölzchen hatte sie verkauft an diesem Tag, nicht eins. Kein einziges Schwefelhölzchen hat sie verkauft, keinen Pfennig hat sie bekommen, nichts.
Nicht ein Schwefelhäschen hat er sie verkauft. Hungrig und frostig schleppte sich die Kleine weiter. Sie war schon ganz verzagt und eingeschüchtert. Es war kalt. Es schneite. Es war kalt. Es schneite, es war kalt, kalt, kalt. Es schneite. Der Schnee legte sich in sanften Flocken auf ihre blonden Locken, die über den Nacken hinabflossen. Aber war ich bei dieser Schönheit, weiften die Gedanken des armen Mädchens kaum. Sie ging durch die Straßen und es duftete überall nach gebratener Gans. Aus allen Fenstern heraus. Festlicher Duft nach gebratener Gans. Nach Äpfeln, nach Keksen. Es war Silvesterabend und die Leute eilten vorbei. Niemand sah das Mädchen an. Und dann in einem Winkel zwischen zwei Häusern, also wo das eine Haus so ein bisschen weiter in die Straße hervorspringt als das andere, in so einer Ecke, da kauerte sich das Mädchen dann hin. Sie zog die Beine unter den Leib, damit es nicht so kalt sei. Sie war hungrig, aber was hätte sie machen sollen? Sie hätte kein Hölzchen verkauft. Sie hätte keinen Heller bekommen, sie hätte nichts und es schneite, der Wind pfiff, es war kalt. Wie gut würde es tun, ein Schwefelhölzchen anzuzünden und ein bisschen die Finger daran zu wärmen. Nur ein Hölzchen. Dürfte sie das wagen? Durfte sie einfach ein Hölzchen aus einer Schachtel nehmen und gegen die Wand streichen und ein bisschen die Finger daran werfen. Nur ein Hölzchen. Dürfte sie es wagen, nur ein Hölzchen. Nur ein Hölzchen. Dürfte sie ein Hölzchen aus der Schachtel nehmen und dann fritschen. Es kam keine Flamme. Das Mädchen sah die Flamme an. Und es hat diese Wärme, es war wie eine Lampe, als sie die Finger um die Flamme hielt. Und was für eine Lampe? Es war eine sonderbare Lampe, denn auf einmal saß das Mädchen vor einem warmen Ofen. Es war ein eiserner Ofen mit Messingverzierungen und schönen Beschlägen. Das Mädchen wärmte die Hände an diesem Ofen. Es spürte die Wärme und wollte eben schon die Füße ausstrecken und sie auch an diesem Ofen wärmen. Und da verlosch das Schwefelhölzchen. Der Ofen war weg. Es war nichts mehr da als die kalte Mauer. Und das Mädchen saß da mit einem abgebrannten Stümpchen in der Hand. Nur noch eins. Nur noch einmal. Nur noch ein Hölzchen, nur ein kleines Hölzchen aus der Schachtel heraus, immer gegen die Wand streichen und dann. Sie strich das Holz an die Wand. Und da, wo der Schein des Schwefelhölzchens auf die Mauer fiel, sah es auf einmal aus wie ein durchsichtiger Flur. Geradewegs in eine Stube hinein konnte das Mädchen sehen. In einer Stube mit einem reich gedeckten weißen Tisch, wo eine Gans drauf stand, eine dampfende Gans mit weißem Porzellan, mit Silberbesteck. Und die Gans war gefüllt mit Äpfeln und Pflaumen. Das Mädchen sog diesen Duft an. Diese Gans stand vor ihr auf dem Tisch, eine Gans gefüllt mit Äpfeln und Pflaumen. Äpfeln und Pflaumen dufteten dem Mädchen in die Nase. Und dann auf einmal, das Mädchen traute seinen Augen kaum, sprang die Gans vom Tisch. Und sie watschelte, gefüllt mit Äpfeln und Pflaumen, die Gabel und Messer noch im Rücken stecken, watschelte sie auf das Mädchen zu. Dieser Duft, diese Gans, gefüllt mit Äpfeln und Pflaumen, watschelte die Gans direkt auf das Mädchen. Und da verlosch das Schwefelholz.
Wieder nichts als nur die kalte, dicke Mauer. Diese dicke, kalte Mauer. Mauer, Mauer, Mauer. Kalte, dicke Mauer. Nur noch einmal. Nur noch ein Schwefelhölzchen, bitte. Nur noch einmal ein Schwefelhölzchen. Ein Schwefelhölzchen noch. Nur noch. Dürfte sie es wagen. Noch einmal. Da saß die Kleine in einer Weihnachtsstube unter einem Baum. Und dieser Baum, dieser große Baum, der war noch viel herrlicher als jener, den sie beim Kaufmann gesehen hatte, zu Heiligabend durchs Fenster. Dieser Baum, der hatte 1000 Kerzen und an dem Baum hingen Äpfel und diese Bildchen, wie sie zu Weihnachten in den Schaufenstern ausgestellt werden. Und schon eben wollte das Mädchen nach den Äpfeln und nach dem Bildchen greifen und da verlosch das Schwefelholz. Und es war wieder kalt, wie vorher. Und all die Weihnachtslichter stiegen einfach in den Himmel empor. Sie stiegen immer höher und immer höher und immer höher. Das Mädchen saß unten. Auf einmal sah sie, dass es die Sterne waren am Himmel. Sternenhimmel. Und wie sich ein Stern aus diesem Himmel löste. Und wie dieser Stern einen langen Schweif hinter sich herzog und herunterflog auf die Erde. Jetzt stirbt jemand. Das hatte die Großmutter des Mädchens, die einzige, die immer lieb und freundlich zu ihr gewesen war, all die Jahre und nun tot, immer gesagt. Wenn ein Stern vom Himmel fällt, dann steigt deine Seele zu Gott empor. Nur einmal noch ein Hölzchen, nur ein Hölzchen noch, ein einziges. Dürfte sie es wagen, noch einmal ein einziges Hölzchen und... Sie nahm ein Hölzchen aus der Schachtel, strich es gegen die Wand. Und jetzt stand vor ihr die Großmutter. Die Großmutter war größer und schöner, als sie jemals gewesen war im wirklichen Leben. Und das Mädchen sprach zu ihr: Großmutter, Großmutter, bitte, bitte nimm mich mit zu dir. Großmutter, bitte, bitte nimm mich mit. Ich weiß, du bist weg, sobald das Schwefelhölzchen verlischt, so wie der Ofen, so wie die Gans, so wie der Weihnachtsbaum. Großmutter, nimm mich mit zu dir. Alle Schwefelhölzchen, die sie noch in ihrem Paket hatte, und strich sie gegen die Wand. Und wie ein großer Strauß brannten die Hölzchen in ihrer Hand. Und die Großmutter nahm das Mädchen auf den Arm. Und gemeinsam fuhren sie hinauf in den Himmel. Und alle Kälte und alle Angst fielen von diesem Mädchen ab. Und jetzt war sie bei Gott. Als das Mädchen um sich blickte, es waren alles harte, blanke Tage. Weiter in die Straße vorsteht als das andere in dieser Ecke. Da saß das arme Mädchen. Mit einem Lächeln im Gesicht. Mit roten Wangen. Sie war tot. Sie war erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Und am nächsten Morgen da ging die Sonne auf über der kleinen Leiche am Morgen des neuen Jahres und die Leute eilten vorüber. Und niemand sah sie oder beachtete sie. Keiner fragte sie, was hat dieses Mädchen wohl erlebt, wie sie um Mitternacht zur Neujahrsfreude mit der alten Großmutter eingegangen ist. Alten vorüber. Das Mädchen saß inmitten der Taler, die vom Himmel gefallen waren.
Fauna.